Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war heute unterwegs mit meiner Mama und meiner Tochter. Deswegen hat Werbung Schild, weil wir waren bei Kaufland, bei DM und bei Teddy. Bei Kaufland habe ich allerdings mir hier nur diese Leibniz-Zookekse geholt. Die sind nämlich für 99 Cent im Angebot. Die esse ich heute oder die essen wir heute noch sogar gerne. Ich kenne das ja aus meiner Kindheit und für meine Kinder mit den süßen kleinen Enten und Dinos und so weiter. Da ich aber keine kleinen Kinder mehr habe, müssen jetzt die Superheroes her. Mit Batgirl und Superman und wie sie alle heißen. Haben auch jeweils 99 Cent gekostet. Das war's bei Kaufland. Dann sind wir nach DM, weil Emma neue Zahnpasta brauchte. Die hat jetzt 1,65 gekostet. Die benutzt sie immer und die finde ich auch ganz gut. Dann habe ich mir mitgenommen, wir haben noch, aber auf Vorrat, hier meine Kaugummis. Die haben 1,95 gekostet. Dann habe ich mir mitgenommen vom Balea Öl Repair Intensivhaaröl für trockenes und strapaziertes Haar, dieses hier. Das mache ich mir abends gerne mal in die Haare und finde das ganz gut. Das hat gekostet 2,95 €. Dann habe ich mir mitgenommen eine Maske. Ist ja nicht so, als wenn ich keine habe, aber die Verpackung. Boah, die sollten auch einfach nur weiße, schwarze oder einfarbige Verpackungen machen. Dann wäre das für mich auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Vom Balea Maske Pearl and Glow. Verwöhnt die Haut mit Extrakten aus Perlen und Mondstein. Schimmern für jeden Hauttyp oder beziehungsweise für jede Haut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ist die nicht toll. 40 Cent hat die gekostet. Dann habe ich mir mitgenommen, die gab es bei unserem DM gar nicht. Die andere habe ich ja schon zu Hause. Und die ist hier mit Himbeeren und Magnolie. Aber diese Verpackung alleine schon, auch die 55 Cent. Und zu guter Letzt habe ich mir mitgenommen von Balea Öl Repair Intensiv Thermo Turban Maske. Selbsterwärmende Intensivpflege für ein seidiges Haargefühl und intensiven Glanz. Auch für extrem strapaziertes und trockenes Haar. Die hat auch 2,95 gekostet. Ja, und dann, wie gesagt, ist da wohl so ein Turban drin. Beziehungsweise ja, so eine Maske, womit man sich einen Turban macht. Ich bin echt gespannt. Ja, das war's bei DM. Dann kommen wir zu Teddy. Emma, was sind das? Geht gerade nicht. Mund ist voll. Die süßen Eisbären mit ihrem fleischfarbenen Halstuch, wollte ich gerade sagen. Schal natürlich. Gab es auch mit grauem Schal. Aber die sehen so süß aus. Die haben jetzt 3 € gekostet. Und Kerzen und ich, ihr wisst ja Bescheid. Dann habe ich mir noch mitgenommen 2 so Tellerchen. Die glänzen so schön. Und auf der Rückseite sind die so matt glänzend. Matt glänzend, glitzernd wollte ich sagen. Ja, habe ich mir 2 Stück mitgenommen, jeweils 1 €. Die gab es aber auch noch in Gold, Silber und Klar, meine ich. Ja, dann mitgenommen ist ja bald Geschenkpapier. Hier ist ein Schneemann drauf und Lebkuchen und so weiter. 55 Cent. Und dann nochmal ein mit Weihnachtsmann drauf. Und hier ist auch der Rudolf, genau, der Rudi. Und der Advent kann kommen, ich bin bereit. Ich bin bereit. 4 € haben die gekostet und kann losgehen. Ja, dann habe ich mir noch so einen Tischläufer mitgenommen. Der hat gekostet 3 €. Und ich glaube, der ist etwas länger als mein herbstlicher. Was hast du denn? Ach so, ja. Dann hat die Emma hier so eine Katze gekriegt von Oma. Die fährt. Also ich kann euch das jetzt so zeigen.
Oh, auf mir will sie jetzt nicht fahren. Ja, sie will, aber die Batterie macht schlapp. Na, warum? Warum fährt die dann bei mir nicht? Komm, mach mal hier. Psst. Ja, das ist ein Haustier. Damit ärgert sie die Hummel, aber die Hummel interessiert da nicht. Ja, so, das möchte ich jetzt einmal zeigen, bitte. So, dann habe ich mit Rauste für mein Bäumchen Kugeln mitgenommen. In Matt und Silber. In Grün, Gold, Rot. Grün, Gold, Rot und Silber. Genau. Da sind 30 Stück drin und die haben 5 Euro gekostet. Und jetzt kommt meine Eskalation. Ich hab's gesehen und das war das Letzte oder das Einzige, was da stand. Ich hab's gesehen und hab's direkt mir unter Arm gepackt. Ich find's schön. Und sogar Udo sagte, er findet es schön. Und zwar, guckt euch dieses Häuschen an. Ist das nicht schön? Oh, 15 Euro hat das gekostet. Und ehrlich, wunderschön. Und wenn ich den Knopf jetzt finde, kann ich sogar Licht anmachen. Toll, ne? Ja, wie gesagt, da hat sogar mein Mann gesagt, das sieht schön aus. Und da gab es so viele Püppchen noch. Mäuse, auch in dieser Größe. Und ach, Schneemänner, Weihnachtsmänner, Püppchen, Mädels und Jungs und richtig toll. Und ja, wie gesagt, da habe ich dann erstmal direkt zugeschlagen. Das wunderte mich, dass sogar Udo sagte, das sieht schön aus. Was heißt, das wunderte mich. Was hast du dich geklemmt? Was denn? Oh, wartet mal eben. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, also das finde ich toll. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber wie ist das immer? Haben ist besser als brauchen. Wie war das? Da findet der Udo schon ein schönes Plätzchen. Das mag er auch. Also soweit ich kaufe und er überlegt sich da dann wie, wo, was. Und ich muss dann eben sagen, ob ja oder nein. Ja, so sieht das aus. Das war mein Einkauf. Leicht eskaliert, aber... Wunderschön. So, bevor jetzt noch sich jemand einen Finger klemmt oder am Hustenreiz stirbt, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.